heute, den 21.07., ca. 10 Uhr konnte ich es einstellen und zwar... Ja, hi! So, nachdem das letzte Video so gut angenommen worden ist, habe ich mir was Neues für euch überlegt und... Ganz besonderen Ort für das dritte Video auszudrücken, wir haben hier den Ort der Ruhe. Servus! So, warum komme ich heute aus dem Maisfeld? Mit der Kluft? Oh, was soll ich sagen? Heute sind wir unterwegs und ihr seid live diesmal dabei. Ja, indirekt live, also wir drehen alles Video und ihr seht es dann, wie wir jetzt da hinfahren. Wir müssen uns halt beeilen. So, los geht die heiße Fahrt mit Chris. Wir sind jetzt eingestiegen. Hi, heute wieder ein neues Video. Ich hab mir wieder neu. Ich denke, das sagt schon. So, es schreitet voran. 11.03 Uhr. Wir gehen jetzt mal vor zum Standesamt in Werneck. Denn da heiratet heute ein Kunde und ein Freund von mir. Hallo, mein Name ist Patrick Pfister. Ich bin 35 Jahre alt. Deutsche Küche nehmen können. Was macht da ein Thailänder? Absolut zu Recht, würde ich sagen. Und bevor euch jetzt noch länger. Bist du weg? Heute wieder Patrick trifft. Die Reihe geht weiter. Und zwar heute mit einem super geilen Thema, wie ich finde. Jedes Mal, wenn ich bei meinem Barista in Werneck sitze. Elektroroller, der Umwelt zuliebe. Also jetzt, so läuft's. Kennzeichen drauf. So, Patrick, jetzt. Abgefahren! Boah. Einmal Durchschlag. So. Heute geht's ums Thema Zahn. Jetzt habe ich mal ein kleines Zahnproblem. Das kleine Zahnproblem steht da mit dabei. Dr. Silbermann ist jetzt auch mit dabei. Patrick sagt goodbye. Es wird jetzt einige überraschen. Und schon bin ich da. Und zwar sind unsere neuen Büroräume ab 1.9. Was macht ein Allianzvertreter und ein Autoverkäufer in Fassbühl auf dem Sportplatz? So! Mega schick, oder? Mit vielen anderen auch, sieht man auf dem Poster hinter mir. Dann sowas! Kfz-Versicherung 15 Sekunden. Werner Haltgarantie, Rabattschutz, Werkstattbonus, Auslandschadenschutz, Premiumschutz, Fahrerschutz, Beitragsschutz. Oh, der Nikolaus natürlich. 6.12. ist Nikolaus da, auch da verteilt der Geschenke. Der Alltag eines Versicherungsvertreters. Ist es wirklich so? So, Schatz, erzähl mal. Außendiensttermin. Ja. Rum, 19.05 Uhr kommt der Anruf. Schatz, bitte hol mich mal bei Erzhausen ab. Was war vor genau einem Jahr die wichtigste Versicherung für die Körnacher? Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was macht der jetzt wieder für einen Scheiß? Was soll denn der Quatsch? Ist für euch. Ey! Grüner Witz nicht. Jetzt Kfz-Versicherung wechseln. Fertig! Also keine Angst, war natürlich kein Kundenfahrzeug. Ich schraube. Ich hab was gesaugt heute. Hast du gesaugt? Ja, ohne Scheiß. Dann schneide ich dich wieder raus, wenn du schlecht bist. Denk mal. Ja, wie manche vielleicht schon mitbekommen haben, unser Nachwuchs ist endlich da, unsere kleine Sophie. Ja, also ich bin jetzt gerade am Veranstaltungsort des Oldtimer-Treffens. Ich hoffe, ihr möchtet den 10€ Tankgutschein von Aral. Fragt ihr euch nicht auch manchmal selbst, wo gibt es denn eigentlich noch Zins? Für mich. Aber habe ich mir überlegt, wir haben hier noch 10, 12, 13 Glücksklee. Wie viele von euch haben ihren Versicherungsvertreter schon empfohlen? Hand aufs Herz. Den Zahn kennt ihr bestimmt noch. Wenn ihr solche Wurzeln habt, solche Zähne habt, die so aussehen. Die Frage stellen sich viele, bin ich jetzt in dieser Situation schon berufsunfähig oder nicht? Ab sofort. Will jemand mitreden?
Also, wenn eure Kinder genauso gelangweilt den ganzen Tag da sitzen wie die beiden, was bestimmt einige machen, bestimmt, dann könnt ihr jetzt abschalten. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt zuhören und dann wird es jetzt wichtig für euch. Brauche ich eine private Haftpflichtversicherung? Brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Brauche ich eine Risikolebensversicherung? Warte, jetzt müssen wir auch wozu diese Wände zwischen uns immer sind. Ihr müsst nur Stifte dabei haben. Mundschutz runter. Eins vorweg, ich sehe recht viele mit Mundschutz im Auto. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine kleine Runde und zwar 5 Fragen an Patrick Pfister. Bisschen verspätet, aber doch noch am Freitag. Ich habe ja nicht gesagt, an welchem Freitag ich euch die Neuigkeiten überbringe. Hey Patrick, gibt es eigentlich eine Versicherung, die Dummheit versichert? Ja, gibt's. Und zwar die Unfallversicherung. Quatsch. Bums! Hey Patrick, dein Ernst? Wir haben heute die Agentur eingenebelt. Warum? Seht ihr morgen. Neues Video von der Allianz Agentur Patrick Pfister und warum? Und zwar Allianz bricht ein Tabu. Jetzt. Herr Paulina, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Kfz-Wechsel? Nee, ist Quatsch. Warte. Stopp. Ich habe gehört, mit Brille sieht man intellektueller aus und kommt besser hin. Warum denn nicht? Hi, ich muss mal was Persönliches loswerden, was immer und jedes Jahr im November und Dezember hier los ist in der Agentur.